Es ist eine Geschichte von Gut und Böse, von Liebe und Verrat und vom Zauber der Legenden und Sagen. Es ist die Geschichte des edelsten Herrschers aller Zeiten, dem britannischen King Arthur, bei uns König Artus genannt. Mit dem magischen Schwert Excalibur und den Rittern der Tafelrunde geht er auf die Suche nach dem Heiligen Gral. Am Hofe von Camelot wartet die schöne Guinevere auf die Heimkehr ihres Königs. Doch Intrigen und dunkle Magie vergiften die Welt des Artusreiches. Selbst der König muss um sein Leben kämpfen. Kann er das Böse besiegen und das Reich noch retten? Tödlich verwundet gleitet er auf der Barke zur Nebelinsel Avalon. Von dort wird er eines Tages zurückkehren, so die Sage. King Arthur, König Artus, mächtig und wirklich in unserer Fantasie. Die Reise in die fantastische Welt von König Artus beginnt an der Südwestküste Englands in Cornwall. Auf einem Felsen am Meer liegt Tintagel, die mittelalterliche Burgruine. Hier wurde, nach der Legende, Artus geboren. Eine Grotte am Fuße des Felsens durchspült das Meer von zwei Seiten. In Abertausenden von Jahren haben sich die Gezeitenströme durch das Gestein gefressen. Nur bei Ebbe kann man in die Grotte gelangen, in die Unterwelt von uraltem Zauber und Geistermagie. Hier soll der keltische Magier Merlin den kleinen Artus als Kind aufgezogen und ihm die Tugenden eines künftigen Königs gelehrt haben. Merlin sieht die Ankunft des König Artus voraus. Er ist Prophet und ein mächtiger Zauberer zugleich. Stonehenge, die kolossale Tempelanlage aus der Urzeit. Der Steinkreis wurde einst von Riesen in Irland erschaffen, so erzählt die Sage. Merlin habe die gewaltigen Steine durch seine Zauberkräfte nach England gebracht. Mit der Prophezeiung vom König Artus öffnet Merlin ein Tor zum irdischen Paradies. Es ist die Welt edler Ritter und kühner Taten, die eines Tages untergeht und trotzdem Vorbild für alle Zeiten bleibt. Ich glaube, die Artus-Sage ist heute noch wichtig für uns, weil sie voller universeller Ideen steckt, denen wir uns immer noch nahe fühlen. Andererseits sind Ritter auf Pferden und das Leben auf Burgen Dinge, die wir so nicht mehr kennen. Aber die Werte King Arthurs sollten wir weiter schätzen. Loyalität, Aufrichtigkeit, sich um seine Frau und seine Familie zu kümmern, stolz auf sich selbst zu sein und Mut zu haben. Having a sense of pride in yourself and courage. Etwas, das man nicht nur als Zuschauer erlebt oder als passiver Mensch, sondern das in uns etwas bewegt und uns zu einer aktiven Person macht, die das Leben in vollen Zügen lebt. Oxford mit seiner weltberühmten Universität im historischen Zentrum harmonisch gewachsen zu einem Meer von Giebeln und Kirchturmspitzen. Seit Jahrhunderten reiht sich hier College an College. Kaum jemand weiß, dass in der altehrwürdigen und zugleich jung wirkenden Stadt die allererste Geschichte von einem König Artus entstanden ist, vor knapp 900 Jahren.
Christina Hardiment hat in ihrer Heimatstadt den Erfinder des mittelalterlichen Artus wiederentdeckt. An einem von der Welt völlig vergessenen Ort an der Themse, am Rande von Oxford, auf dem Gelände einer alten Bootswerft. This building is all that's left of Osney Abbey, which was a huge abbey. It spread for miles all round. Das ist alles, was von der Osney Abbey übrig ist. Ein riesiges Kloster, das sich einst meilenweit an der Westseite von Oxford erstreckte. Hier war einige Jahrzehnte lang Geoffrey von Monmouth zu Hause. Der Mann, der als erster über King Arthurs Leben in der englischen Geschichte geschrieben hat. So this tiny little Dieses kleine Torhaus ist alles, was von der enormen Abtei übrig blieb. Und Geoffrey von Monmouth hat sich hier in der Bibliothek niedergelassen, um die Chronik zu schreiben, in der das erste Mal King Arthur vorkommt. Man könnte also sagen, dass King Arthur hier erfunden wurde. Unfassbar. Hier wurde einst der größte König aller Zeiten geboren, wenn auch auf dem Papier. Von der Abtei blieb nur die Ruine. Geoffreys Schrift aber ist erhalten geblieben. Sechzig Meilen östlich, ebenfalls an der Themse gelegen, London. Die geistige Schatzkammer Großbritanniens ist die British Library. Kostbarste Schriftdokumente werden hier hinter Panzertüren aufbewahrt. Justin Clegg ist verantwortlich für die mittelalterlichen Handschriften. Er ist der Hüter der ältesten Artus-Literatur der Welt. Dieses Manuskript aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ist eine Ausgabe der Historia Regum Britanniae von Geoffrey von Monmouth. Wie man sieht, ist sie mit sehr vielen Anmerkungen der Mönche versehen, für die das Buch bestimmt war. Es umfasst die Geschichte von King Arthur in einer Version, die damals extrem populär war. Das Werk war nicht nur in Britannien in Umlauf, sondern auch auf dem Kontinent. Es war der Standardtext über das historische Leben von Arthur. Geoffrey arbeitet vieles über Arthur aus, was später von anderen Schriftstellern aufgegriffen wird. Er ist auch der Erste, der die Geschichte von Merlin vollständig entwickelt. Hier sehen wir Merlinus. Es ist der Anfang des Kapitels, das sich auf die Vorhersagen Merlins bezieht. Es zeigt ihn als einen märchenhaften Zauberer, der Wunder und Magie erzeugen kann. Und Merlin ist es auch, der uns Arthur vorstellt. Er ist es, der die Ankunft vom großen King Arthur vorhersagt. Who predicts the arrival of Arthur as the great king. Ein König aus der Welt der Fantasie. Die wenigen Quellen, die Geoffrey von Monmouth für seinen angeblich historischen Bericht über einen König Artus besaß, waren der Name eines Heerführers Artorius aus dem 5. Jahrhundert und die Existenz einer Burg in Cornwall, Tintagel. Auch Merlin ist reine Erfindung, nach dem Vorbild des keltischen Druiden Myrdin. Durch Zauberkraft ist er für die Zeugung von Artus mitverantwortlich. Einst begehrte nämlich der große König Uther Pendragon die schöne Igraine, Gemahlin von Gorlois, dem Herzog von Cornwall. Merlin hilft König Uther und verleiht ihm die Gestalt Gorlois, damit er bei Igraine schlafen kann. Als Gegenleistung für den Betrug verlangt Merlin das Kind, das in der Nacht gezeugt wird, für sich. Dieses Kind wird später mit Wunderkraft ein Schwert aus einem Stein ziehen und bald darauf zum neuen König ernannt. Die Existenz des Artus beruht somit auf betrügerischer Magie und nicht auf dem Entschluss freier Herzen und ist deshalb zum Untergang geweiht. Auch wenn Merlin das Kind die Werte des christlichen Glaubens lehrt, Nächstenliebe und Demut vor Gott.
In der Grotte am tosenden Meer, unterhalb der Burg Tintagel, hat Merlin den Jungen versteckt. Merlin ist der ideale Mentor. Er ist der weise Counselor. Merlin ist der weise Berater, der gute Ratschläge gibt. Er will den König nicht bevormunden. Meistens muss Arthur seine Probleme allein lösen, wie im echten Leben. Merlin erscheint nur, wenn es wirklich schlecht läuft und kann dann die Situation mit einem tollen Trick retten, bis er von einer Nymphe, in die er verliebt ist, in einem Baum gefangen wird. Merlin ist also auch fehlbar und Arthur hat keinen Mentor mehr. Er ist fortan auf sich gestellt. In der Grotte unterhalb der Burg Tintagel sitzt König Artus noch immer, umgeben von seinen Rittern an der Tafelrunde. So erzählt es eine lokale Legende. Eines Tages werde er aus der Grotte aufsteigen, um die Welt vor dem Untergang zu retten, ohne die Hilfe des Zauberers Merlin. Das Dorf Tintagel in Cornwall, nicht weit von der Burg, ist heute das touristische Zentrum des Reiches von König Artus. Hier wird geglaubt an die Magie Merlins, vor allem aber an die sagenhafte Vermehrung von Devisen aus aller Welt. Direkt neben dem King Arthur Bookshop geht es auf einem holprigen Pfad hinunter zu Klippen und Meer. Und zu den verwitterten Ruinen von Tintagel. Die einst gewaltige Burganlage ist heute kaum noch vom gewachsenen Fels zu unterscheiden. Sie wurde im 12. Jahrhundert errichtet, als der Artus-Kult sich über ganz Europa ausbreitete. Tintagel ist nicht der Geburtsort von Artus, sondern wurde wegen Artus erbaut. Tintagel ist vom cornischen Dintagel abgeleitet. Es bedeutet Festung des schmalen Zugangs und bezieht sich auf die besondere Inselformation der Burg, die sie für Feinde nahezu unangreifbar macht. Der Aufstieg zur Burganlage ist eine Herausforderung für jeden. Endlos führen in Fels gehauene Stufen hinauf zur Burgruine, 100 Meter über dem Meer. Hier wird man mit einer berauschenden Aussicht über Meer und Küste belohnt und mit dem Gefühl, dem Mythenkönig ganz nah zu sein, auch wenn Artus selber nie hier oben gewesen ist. The Dark Age Citadel, the ruins of which are underneath the Great Hall and all over the top of the island here. Die Ruinen hier stehen zwar auf Fundamenten der Vorzeit, alle sichtbaren Gebäudereste aber stammen aus dem Mittelalter, als Geoffrey von Monmouth begann, die Geschichte der großen Könige Britanniens und von Arthur und seinen Schlachten aufzuschreiben. In dieser Zeit wollten sich die Menschen mit den Legenden von Arthur identifizieren. Also ließ Herzog Richard von Cornwall, einer der mächtigsten Männer damals in Europa, eine Burg bauen, in der Arthur angeblich geboren wurde. So konnte er sagen, schaut mich an, King Arthur ist mein Vorfahre. Vis-à-vis der Felsenburg Tintagel trotzt die normannische Kirche St. Materiana seit Jahrhunderten dem Wind an der kornischen Küste. Stille empfängt den Besucher im nur selten genutzten Gotteshaus. Alles hier trägt die Spuren des Sagenkönigs Artus. Der gekrönte Christkönig und ein Apostel als tapferer Ritter. Draußen auf den Gräbern der gewöhnlichen Menschen sind die Spuren der Vergangenheit bis auf wenige ausgelöscht.
Nur wenige Kilometer nördlich von Tintagel liegt ein verstecktes Tal, dicht an der Küste, mit einem der schönsten Wasserfälle der Welt. St. Nectons Glen. Eine seltsame Ruhe herrscht auch an diesem geheimnisvollen Ort, der von den Menschen, die hierher kommen, offenbar als eine Art Tempel genutzt wird. Sie haben moderne Opfergaben und Schriftzeichen in den Felsen hinterlassen, bitten darin um Trost und Heilung. Seit 3 Jahrzehnten gehören Wasserfall und Tal Barry Lytton, der sie zusammen mit einer Farm gekauft hat. Er kam einst, um vom angeblich heilenden Wasser zu trinken, und blieb für immer. Eine Straße hierhin gibt es nicht. Man muss von der Küste einige Kilometer wandern. Tausende kommen jedes Jahr. Here we are at the waterfall, St. Nectons Glen. Der Wasserfall von St. Nectons Glen hat sich in Tausenden von Jahren gebildet. Die Ritter von King Arthur wurden in seinem Becken getauft, bevor sie sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral machten. Der Wasserfall ist der einzige weltweit, der ein Wasserbecken mit einem Loch in der Stirnseite hat. In der Artuszeit war es ein bekannter Ort, denn schon die keltischen Druiden übten hier ihre Religion aus. Over 3,800 years. Eine lokale Sage ohne viel historischen Wert. Jeder braucht irgendwie seinen Artus, etwas, woran er glauben kann. Einen Mythos, der stärker ist als alle Religionen und der die Zeit überdauert. Hier verstreuten Leute die Asche ihrer Verwandten und sie kommen Jahr für Jahr wieder und hinterlassen Andenken. Das tun sie aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht, weil sie Ärger haben oder gesundheitliche Probleme oder was auch immer. Man kann nicht sagen, diese Andenken sind Müll, weil man nicht weiß, aus welchen Gründen sie hier gelassen wurden. Eines Tages lag hier ein Buch mit Babyfotos und ich schaute sie mir an. Sie zeigten die Mutter und den Vater mit dem Baby. Doch auf der letzten Seite war der Grabstein des Babys. Es tröstet sie, wissen Sie. Das Fischerdorf Sennen, wenige Kilometer vor Land's End gelegen, dem westlichsten Punkt Englands. Hier werden die Klippen der kornischen Nordküste durch breite Sandstrände unterbrochen. Eine dünn besiedelte Region am Meer mit herzlichen Menschen, rauer Architektur und dem Atem alter Kulturlandschaft. Gewaltige Steinformationen, wie von Riesen geschaffen, thronen über den immergrünen, baumlosen Ebenen. Megalithgräber aus grauer Vorzeit ragen neben den Ruinen der Zinn- und Kupferminen, die im Mittelalter den Reichtum Cornwalls ausmachten. Von hier soll er stammen. Der römisch-britische König Artorius, den der Mönch Geoffrey von Monmouth 12 Schlachten gegen angelsächsische Eindringlinge kämpfen ließ. Verrat hinderte ihn daran, als Kaiser nach Rom zu gehen und die Weltherrschaft zu ergreifen. Von St. Michael's Mount aus, nicht weit vom Fischerdorf Sennen, hätte Artus in See stechen können. Auf Schiffen beladen,
mit den Schätzen Cornwalls. Sein Ziel? Die Höfe der burgundischen und bretonischen Herzöge in Nordfrankreich, wo die Sitten viel feiner, die Frauen schöner und die Ritter edler als im rauen Cornwall sind. Geoffreys fabelhafte Historie über König Artus und seine liebreizende Gemahlin Guinevere, die ihm zuletzt untreu wird, gelangt gegen Mitte des 12. Jahrhunderts auf den Kontinent. Der französische Dichter Chrétien de Troyes fügt dem Artus-Hofstaat Helden wie Lancelot und Parsival hinzu und verbindet die Geschichte mit der Suche nach dem Heiligen Gral, zu der die Ritter aufbrechen. Aus dem zähen Widerstandskämpfer gegen die Angelsachsen wird eine glamouröse Figur höfischer Ideale. Chrétien macht den Stoff damit in ganz Europa populär. Artus und sein Gefolge werden zu Supermännern des Mittelalters. Die Geschichte der Ritter an der Tafelrunde, die von ihren Taten und Aventüren erzählen, ist die erste Unterhaltungsliteratur der Weltgeschichte und erscheint in immer neuen Varianten. Chrétien ist derjenige, der Artus zwar als Zentrum nimmt, er übernimmt das aus der angelsächsischen Tradition hier, er übernimmt König Artus als Kristallisationspunkt, als Zentrum aller dieser Mythen, aber er ist es erst, der diese ganzen Geschichten der Artus-Ritter als exemplarischen Lebensläufen, also der die konstruiert und aufbaut als relevant für die Lebenssituation von Adeligen des späten 12. Jahrhunderts oder Mitte des 12. Jahrhunderts vielleicht schon. Er legt Schleifen, die diese Ritter beschreiben. Und den Knoten, den er da schürt, der ist Artus selber, nicht? Diese Ritter reiten immer aus auf ihre Aventüren. Ob es jetzt Eric oder Iwein oder Lancelot oder der Perceval ist, spielt keine Rolle. Aber die reiten aus und kehren zu diesem Zentrum zurück. Deswegen braucht er Artus. Deswegen nennt man diesen ganzen Stoff. Das ist Artus-Literatur. Die Pilgerinsel St. Michael's Mount in Cornwall ist die jüngere Schwester der berühmten Klosterinsel Mont Saint-Michel in Frankreich. Während Artus dort in den Romanen zur Nebenfigur wird, bleibt der britische Arthur in seiner Heimat natürlich Held Nummer 1. In St. Michael's Mount, so erzählt die Sage, hätte das Liebespaar Tristan und Isolde einst Unterschlupf gefunden. Sogar der Heilige Gral sei hier versteckt gewesen, doch das sind Märchen. Bei ihrem King Arthur hingegen sind sich die Engländer noch heute sicher, dass es ihn wirklich gab. Denn schließlich sind so viele Schauplätze seiner Taten allein in Cornwall überliefert, dass man gar nicht daran zweifeln könnte. In der Nähe der Artusburg Tintagel hat sich der Fluss Camel sein Bett gebahnt. Überspannt wird er von einer Brücke aus der Römerzeit. Slaughter Bridge, die Gemetzelbrücke. Hier soll laut Geoffrey von Monmouth um 537 nach Christus eine gewaltige Schlacht um das arthurische Königreich stattgefunden haben. Unterhalb der Brücke liegt versteckt seit 1000 Jahren ein Monolith. Die steinerne Inschrift erzählt vom schrecklichen Endkampf zwischen Artus und seinem bösen Sohn Mordred in der Schlacht von Camlann. Bei dem Zweikampf stirbt Mordred. Doch verletzt zuvor die vergiftete Spitze seines Schwertes den König so sehr, dass auch er bald sterben muss. Artus hatte Mordred unwissend mit seiner Halbschwester Morgane le Fay gezeugt, die den alten Mächten ergeben ist. Nun kommt die Strafe für die Zuwendung zum Christentum. Artus soll untergehen. Die Legende erzählt weiter, dass der getreue Ritter Bedivere nach Artus' Untergang das Wunderschwert Excalibur in einem See versenkt. Er gibt es an die Mächte zurück, die es einst geschaffen haben. Ein Dorf auf den windigen Höhen des Bodmin Moores in Cornwall. Hier liegt Dawsmary Pool. Der See, in dem das Schwert Excalibur in unergründlicher Tiefe versenkt worden sein soll,
Wie in vielen anderen sehen Cornwalls und Wales auch, die dies ebenso für sich in Anspruch nehmen. Dosmary Pool ist so flach, dass der See in manchen Sommern sogar austrocknet. Das Schwert Excalibur hat hier bislang niemand gefunden. Auf der Reise durch das Mythenreich des König Artus haben wir Glastonbury in der Grafschaft Somerset erreicht. Weithin sichtbar ragt auf einem Hügel der alte Kirchturm über die Landschaft. Hier soll der Legende nach die Insel Avalon gelegen haben, zu der der sterbende Artus einst gebracht wurde. Unterhalb des Turmhügels die Ruinen eines der ältesten Klöster Englands, Glastonbury Abbey. Ein echtes Glastonbury-Original ist Geoffrey Ashe, der wohl bekannteste Artus-Forscher weltweit. Ursprünglich ist Arthur ein Kelte in Westbritannien gewesen, in Wales oder Cornwall. Die Engländer überrannten den Großteil des Landes und verdrängten die alten Kulturen. Die Waliser fingen an zu glauben, dass Arthur als ihr Anführer zurückkommen würde, um die Engländer zu besiegen. Erst später wurde Arthur ein nationaler britischer Held. Durch das Buch des Dichters Thomas Malory wurde der Glaube im ganzen Land verbreitet, dass Arthur noch lebt und zurückkommen wird. Auch hier bei uns. Ich bin mir nicht sicher, was das heute noch bedeutet, aber die Vorstellung von einem Helden, der zurückkehrt und das goldene Zeitalter wiederbringt, ist ein Mythos, der wohl niemals sterben wird. Artus also nur Erfindung der Dichter? Sein Reich eine Lüge? Es bleibt wohl immer ein Mysterium. Arthur ist einerseits Geschichte, andererseits Literatur. Irgendetwas dazwischen, etwas tief Bewegendes. Und es ist spannend herauszufinden, warum so viele Leute davon fasziniert sind und unterschiedliche Geschichten über King Arthur geschrieben haben. Noch vor 2000 Jahren fiel der Hügel von Glastonbury direkt ins Meer ab. Allmählich trat dann ein großer See an die Stelle des Meeres. Als die Kelten hier eine Siedlung gründeten, nannten sie das Land nach einem die Unterwelt beherrschenden Halbgott Avalon. Sie bezeichneten damit den Übergang von Land und See, den Versammlungsort der Toten, die hier in ein neues Dasein übergehen. Die Insel Avalon könnte also durchaus existiert haben. Die letzte Reise des sterbenden Königs, begleitet von guten Feen durch die Nebel von Avalon. Dort liegt Artus in tiefem Schlaf, bis zur Wiederkehr, irgendwann. Ein Mythos, der die Menschen tröstet. In der Glastonbury Abbey, am Fuße des Hügels, haben die Mönche des frühen Mittelalters den Avalon-Mythos für ihre Zwecke gut zu nutzen gewusst. Hier soll Joseph von Arimathea 63 nach Christus den Heiligen Gral mit dem Blut Jesu in Sicherheit gebracht haben. Hier soll die erste Kirche Englands entstanden sein. Als sie 1184 durch Brand zerstört wurde und Geld für den Wiederaufbau fehlte, entdeckten die Mönche hier kurzerhand das Grab von König Artus. Eine raffinierte Idee, Pilger nach Glastonbury zu locken. Wir gehen durch die Marienkapelle auf die andere Seite zum Friedhof der Abtei, wo hunderte Mönche begraben sind. Und kommen zu dieser Stelle. Das ist vermutlich Arthurs Grab. Es ist immer noch geheimnisumwittert. Denn wer sollte je gewusst haben, wo Arthur beerdigt sein könnte? Eines Tages habe ein Mann aus Wales dem englischen König Henry II. Erzählt, dass es hier in der Glastonbury Abbey sei. Darauf befahl der König 1191 den Mönchen, hier zu graben.
Sie buddelten sehr tief, fanden eine Steinplatte und darunter lag ein Kreuz mit einer Inschrift. And they found a slab of stone and underneath it there was a cross. And here I have a copy of it. Ich habe hier eine Kopie von diesem Kreuz. Hic jacet sepultus inclitus rex Arturius in insula Avalonia. Here lies buried. Hier liegt der glorreiche King Arthur von der Insel Avalon begraben. Well, most historians would say. Viele Historiker meinen, dass die Mönche es damals selbst arrangiert haben und nur vorgaben, das sei Arthurs Grab, um Pilger, die Touristen von damals, herzulocken. Sie benötigten Geld, um das zerstörte Kloster wieder aufzubauen. Von den Besuchern erhofften sie großzügige Spenden. Nun, vielleicht ist das so gewesen. Ich denke aber, dass das Grab vielleicht doch echt ist. Die meisten Historiker würden sagen, das ist es nicht. Damit wäre ich vorsichtig. Vielleicht ist es echt. Vielleicht. Glastonbury in Somerset ist eine Pilgerstadt geblieben. Als heutiges Zentrum der New Age-Bewegung in England. Ob Steinkreismythen, Erdgöttinnen oder Leylines, die Wegnetze übersinnlicher Energieströme. In Glastonbury ist alles zu finden, was auf der esoterischen Rangliste von Aussteigern und Alternativen ganz oben steht. Down south, pick up the world, yeah. Thank you kindly, have a good day. Die 8000-Seelen-Stadt ist außerdem berühmt für ihr Musikfestival mit angesagten Popstars, das seit den 70ern jeden Sommer stattfindet. Eine bunte Neo-Hippie-Welt im Bannkreis von Avalon und Hexenpower. Jeffrey Ash und seine amerikanische Frau Patricia schlendern gerne an den zahllosen New-Age-Läden vorbei. Immer wieder fasziniert von der spirituellen Fantasie der Stadt. Hin und wieder tauchen in den Schaufenstern auch Symbole aus der Artuswelt auf. Drachen und Feen in allen möglichen Varianten. Die meisten Leute hier sind nicht sehr an Arthur interessiert. Sie haben eher neuheidnische Vorlieben für Astrologie oder die große Göttin. So gibt es hier zum Beispiel jedes Jahr ein Göttinnenfestival, ein Ereignis von internationalem Rang. Und verschiedenste Arten von Zauberkunst und Hexerei und Wahrsagerei und so fort. Glastonbury hat eben eine mythosbildende Kraft. Etwas, das in den Bann zieht. Die arthurische Legende ist nur ein früher Teil davon. Bei so viel Magischem in der Luft schätzen Jeffrey und Pat durchaus auch Bodenständiges in Glastonbury. Cream Tea, Marmeladenbrötchen mit butterdicker Sahne, ein tägliches Ritual der beiden. Picknick unter dem Turm von Avalon. Innerhalb des Hügelbergs von Glastonbury soll sich sogar das weltgrößte Labyrinth aus grauer Vorzeit befinden. Doch es gibt auch Menschen hier, die ganz einfach die Natur und die faszinierende Weite genießen. Eine Landschaft, die für Märchen wie geschaffen ist. Jeffrey Ash lebt in einem winzigen Haus direkt am Fuße des Hügels von Avalon. Hier schreibt der 85-Jährige seine Bestseller über Artus und Merlin, die in vielen Sprachen erscheinen. In dem kombinierten Wohn- und Arbeitsraum ist vor lauter Büchern kaum Platz. Seine populären Werke
entstehen auf einem schlichten Holzbrett. Die Legenden von Arthur rufen Erinnerungen an vergangene gute Zeiten wach. Dass King Arthur eines Tages wiederkehrt, kann auch heißen, dass das Gute durch einen neuen Anführer zurückkehren wird. Sozusagen in Arthurs Geist. Das wäre mit Präsident Kennedy in Amerika beinahe Realität geworden. Die Leute sahen ihn als eine Art amerikanischen Arthur. Und nach dem Attentat auf ihn entstand sofort der Mythos, dass er weiter fortlebe und ebenfalls zurückkommen würde, um die guten alten Zeiten in Amerika wiederzubringen. Es ist eine sehr starke Legende. So it's a very powerful legend. Es gibt viele Orte in Südengland, in denen die arthurischen Legenden fortleben. Es gibt aber nur einen Ort, an dem das historische Vorbild von König Artus gelebt und gekämpft haben könnte. Zwanzig Meilen südlich von Glastonbury ragt eine gewaltige Erdfestung weit über die Landschaft hinaus. Cadbury Castle. So ist der Name dieser von Menschenhand geformten Erhebung, die bereits aus der Römerzeit stammt. Am Fuß des Erdkastells liegt ein Dorf mit Gasthof und Kirche. Ganz und gar unspektakulär. Bis zu jenem Zeitpunkt in den 1960ern, als Geoffrey Ash mit Kollegen hier mit den Ausgrabungen begann. And this is probably the only place in England where there is an actual sign saying this is Camelot. Das ist der einzige Ort in England, wo auf einem Schild der Name Camelot steht. Zeugnis von Arthurs prächtigem Hof. And here it is. Da steht es. Burgweg, der zur Festung Camelot führt. Nun, dieses Camelot ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Camelot, das wir aus den Spielfilmen kennen. Aber es könnte die Festung des echten Arthur gewesen sein, des britischen Heerführers aus dem 5. Jahrhundert. 1966, als ich noch wesentlich jünger war und auf Hügel klettern konnte, wurde die Camelot-Forschungskommission gegründet. Sie wurde von Archäologen angeführt und der Berg wurde dabei freigelegt. Wir entdeckten Sensationelles. Die alte Römerfestung war nach deren Abzug aus England zu einem riesigen Fort ausgebaut worden. Man hatte bisher nichts Vergleichbares in Großbritannien gefunden. Dieses neue Fort wird das Vorbild für die spätere Camelot-Tradition gewesen sein. Es war ein Camelot aus Erdwällen und Holzpalisaden, statt aus Steinmauern mit goldenen Dächern. Vielleicht die Burg jenes in keltischen Quellen genannten Artorius, der hier gegen neue Feinde kämpfte. Es war in den Dark Ages, dem dunkelsten Kapitel der englischen Geschichte. Römische Briten und keltische Widerstandskämpfer bitten gegen neue Feinde aus Schottland, die Angelsachsen, um Hilfe. Die kommen mit ihren schnellen Ruderbooten aus Osten übers Meer. Doch aus dem Freundschaftsdienst entwickelt sich eine neue Gefahr, viel schlimmer als alle Invasoren aus dem Norden. Die barbarischen Angelsachsen ergreifen die Chance, machen sich das nahezu wehrlose Land untertan und bleiben für immer. Obwohl der tapfere Heerführer Artorius am Ende keinen Erfolg hat, bleibt sein Ruhm als Kämpfer gegen die Unterdrücker bestehen. Er wird zum Vorbild für König Artus, den künftigen König, der Britannien von allen Feinden befreit. Der Traum vom goldenen Zeitalter nach langer Dunkelheit und Krieg lebt durch die Jahrhunderte fort. In Tintagel an der Küste Cornwalls
entsteht 500 Jahre nach der angelsächsischen Invasion die sagenhafte Artusburg zumindest als steingewordener Traum. Der Ur-Artus aus Cadbury Castle hat diese Burg nie gesehen. Winchester, südlich von London. Die Stadt war vor 1000 Jahren das Zentrum des Englischen Reiches, geeint durch Alfred den Großen, einen echten König, der einst die Wikinger besiegte. Der Oxford-Professor Martin Biddle kennt die Geschichte Winchesters wie kein zweiter. Die historische Existenz von Artus schließt er völlig aus. Ich glaube nicht, dass es jemals einen King Arthur gab. Aber es ist eine der großartigsten Stories in Europa. Eine gewaltige Schöpfung. Es ist ein Roman und ein Mythos. Ja, ich weiß, dieser Mönch Geoffrey behauptete, er hätte in alten Legenden und Büchern etwas gefunden. Aber nichts lässt sich beweisen. Alles ist Erfindung. Allerdings so kraftvoll, dass sie von einer relativ kurzen Geschichte ausgearbeitet werden konnte zu tausenden Seiten, mit der Gralslegende beispielsweise. Es ist also eine enorme europäische Literaturtradition. Es fing auf diesen Inseln an, verbreitete sich sehr rasch in Frankreich und natürlich Deutschland und hatte Auswirkungen in ganz Europa. And it's had its effect on every country in Europe, I think. Die Kathedrale von Winchester ist eine der ältesten Kathedralen Europas. Erbauen ließ sie der Normannenkönig William der Eroberer. Von hier führt eine Spur zum größten Schatz des mittelalterlichen Artuskultes. Neben der Kathedrale ließen spätere Könige die damals größte Festhalle Englands errichten. Hier feierte Edward I. 1290 ein rauschendes Fest mit einem Ritterturnier. Dafür hatte er sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. This tournament was to celebrate the dynastic marriages. Mit dem Turnier feierte Edward die dynastische Verheiratung seiner drei Kinder. Es gab Ritterkämpfe und ein Freudenfest. Und dann ging man in diese Halle, um ein Mahl einzunehmen. Gekleidet nach der damaligen Mode wie ein Artusritter. Und natürlich saß man an einer Tafelrunde wie die Ritter aus der Sage. Wie wir gleich sehen, existiert genau diese Tafelrunde noch immer in dieser Halle. Well, there it is, King Arthur's Round Table, one, I suppose, of the most famous images in the world. Hier ist sie, King Arthurs Tafelrunde, eines der berühmtesten Kunstwerke der Welt. Ursprünglich hing es nicht an der Wand, es war ja ein Tisch. Der wurde 1290 für diese Halle gefertigt, für das Fest von King Edward. Der Tisch stand genau hier, wo wir jetzt stehen. Ich befinde mich mehr oder weniger in der Position des Königs. Möglich ist, dass er auch allein dort hinten saß. Jedenfalls saßen die jungen Männer, die im Turnier gekämpft hatten, um diesen Tisch. Und jeder von ihnen hatte die Rolle eines Artus-Ritters. Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Kay, Sir Bedivere, sie alle. Es gibt 24, die genannt werden. Wer denkt da nicht an die größte Dartscheibe der Welt? Und dabei ist es das Symbol von Gleichheit und Gemeinschaft. Kein Fantasiegespinst. Die Platte eines gewaltigen Tisches von knapp 6 Metern Durchmesser. Vor mehr als 700 Jahren für die Hochzeit englischer Königskinder angefertigt. This way round. I'm sorry, I'm gonna have to put my hand on your shoulders. There we go. That's the way. Ich weiß nicht, was das hier jetzt soll. Als ich den Tisch untersucht habe, sind wir viele Male hochgefahren, ohne diesen Firlefanz hier. Ich bin damals nicht runtergefallen.
Martin Biddle, der Englands höchste Kathedralen in schwindelerregenden Höhen untersucht hat, ist amüsiert über die neuen Sicherheitsbestimmungen. Ich bin voll zufrieden, habe einen guten Fahrer. Wir sehen uns später. Die runde Tafel von Winchester gab den Archäologen lange Zeit Rätsel auf. Aus welchem Jahrhundert stammte sie? Welches Material wurde verwendet? Bis Martin Biddle in den 1970er Jahren den Forschungsauftrag erhielt. And there are only three ways of saying when was it made. One was to actually look at the carpentry of the back of the table. Wir holten die Scheibe mit einem riesigen Kran runter und schauten uns zunächst das Handwerkliche genauer an. Wir entdeckten, dass es ein außergewöhnliches Ingenieurswerk war, wie das runde Rad einer Mühle oder eines Krans, mit dem die Kathedralen gebaut wurden. Einer der größten Experten für mittelalterliche Tischlerarbeit war hier und schätzte ihren Bau auf 1250 bis 1350. So hatten wir einen Anfang. Dann nahmen wir Proben von den Baumringen und für die Radiokarbon-Datierung. Die Untersuchung dauerte Jahre. Schließlich fanden wir heraus, dass der letzte Ring des Tisches, der komplett aus Eiche gebaut ist und dessen Oberfläche 52 Planken hat, dass dieser letzte Ring auf das Jahr 1222 datiert werden kann. Martin Biddle fand damals auch heraus, dass die Tafel ursprünglich nicht bemalt war. Auch die Namen der Ritter an ihrem Rand fehlten. Knapp 300 Jahre nach dem Bau hatte der berüchtigte König Heinrich VIII. Den Tisch bemalen lassen, mit seinem Porträt am höchsten Punkt der Tafel. Reinste Propaganda, um sich als Nachfolger Artus huldigen zu lassen. Well, what does it show? In der Mitte befinden sich die rote und die weiße Rose, das Emblem der Tudors, die das Haus von York und Lancaster verbinden. Darüber der Thron mit dem König, der das Schwert und den Reichsapfel hält, sowie eine fantastische, geradezu kaiserliche Krone und der Name King Arthur. Damit wollte Heinrich VIII. Sagen, ich bin der legitime Nachfahre des großen King Arthur, der das englische Imperium regierte und andere Länder. Of other surrounding countries as well. Artus, der erfundene König. Man benötigte ihn zur Absicherung von Macht und Ruhm und als Hoffnungsbringer für die englische Monarchie, auf das sie für immer bestehen möge. Das Ideal der Gleichheit an der runden Tafel war nur eine Utopie. Denn oben sitzen immer noch König oder Königin. Die runde Tafel war eine revolutionäre Idee. Ein runder Tisch machte zumindest in der Theorie, in der Sitzordnung ebenbürtig. Das war der Gedanke hinter dem runden Tisch als Symbol in der Literatur. Nie hat einer existiert, bis auf den in Winchester. Artus, der größte König aller Zeiten. Lichtgestalt vor allem für die realen Könige und ihre auf Abenteuer und Kreuzzug ziehenden Ritter im Mittelalter. Artus' symbolische Kraft biegen die wirklichen Könige in politische Macht für sich um, nutzen seine Erhabenheit und Kraft, als ihre eigene Existenz zunehmend bedroht wird. Ein letztes Aufbäumen in Fantasie und Lebensart vor dem endgültigen Aus der Ritterwelt. Die besondere Wirkung und Bedeutung dieses Artusstoffs im Hochmittelalter ist eben, dass in einer Zeit, als das Rittertum schon seine wahre Rolle verloren hatte, dass es zu einer Neugeburt geradezu dieses Adels mit seinen ritterlichen Gewohnheiten, mit seinen Festen und mit seinen Turnieren und so weiter kam, dass eine Identifikation ermöglichte mit etwas lang Zurückliegendem, so wie die eigene tatsächliche
wirkliche Vergangenheit dieses Rittertums, vielleicht sogar noch viel weiter zurückliegend, wo es wichtig wurde, dass man auf Aventüre ging. Es gab ja tatsächlich Ritter im 13. Jahrhundert, die lange Aventürefahrten unternommen haben, um sich als Artus-Ritter füllen zu können und dann wieder darüber schreiben zu können. Also die Literatur wirkt ins Leben, das Leben wirkt wieder in die Literatur hinein. Und das hat die Lebenswelt von allen Menschen im 12., 13. Jahrhundert beeinflusst. Der Untergang naht. Im Artus-Reich der Legenden sorgen nicht Kriege und wirtschaftliche Not für die Katastrophe, sondern die unwiderstehliche Kraft der Liebe. Guinevere, die lieblichste aller Frauen, betrügt Artus mit seinem treuesten Ritter, dem edelsten an der Tafelrunde, Sir Lancelot. So erzählen es die Artus-Romane in immer neuen Ausschmückungen, mit Festen und Ritterturnieren als Kulisse für den schändlichen Verrat. Artus erkennt die Untreue, Guinevere wird bestraft und Lancelot ist auf der Flucht. Nun wird er von den anderen Rittern gejagt. Artus, der ideale Herrscher, erweist sich plötzlich als schwacher König. Er kennt kein irdisches Rezept, um Treue, Verrat und Liebe zu vereinen und zu verzeihen. Seine Größe hat ihn anfällig fürs Scheitern gemacht. Unausweichlich führt das Schicksal zum Untergang des sagenhaften Artusreiches. Die bösen Mächte, die der Zauberer Merlin einst bezwang, werden sie nun doch triumphieren? Natürlich hat ein Mann immer, wenn es um die Liebe geht, dort die Achillesferse. Das ist ja klar, auch ein Herrscher, das wissen wir doch aus dem Leben an und für sich. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht bei Artus. Bei Artus geht es doch darum, dass er ein idealer Herrscher ist und dass das nebenbei, dass es hier auch noch eine Achillesferse gibt, das macht das Ganze menschlicher, zugänglicher. Und seine wunderschöne Guinevere oder Guinevere oder wie immer man sie nennt, dass die fremd geht, ist übrigens eine relativ späte Erfindung. Also das bringt eigentlich erst Chrétien hinein in diesem Lancelot-Roman. Und er sagt in diesem Roman, er wollte die Geschichte anders schreiben. Die Gräfin von Champagne, seine Auftraggeber, die wollte das hineinhaben, diese Ehebruchgeschichte. Das ist nicht seine Idee. Die hat ihn mehr oder weniger gezwungen, als Mäzenin dazu, das hineinzubringen. Und dann geistert es durch die ganze Geschichte. Unerbittlich und unausweichlich ist das Ende. Denn auch Mordred, der fluchbeladene böse Sohn des Königs, begehrt die schöne Guinevere. Natürlich auch das Reich des Vaters. So kommt es zur Entscheidungsschlacht. Es gibt kein Erbarmen und es bleibt nur der Trost, dass er eines Tages wieder auferstehe. Artus, der einstige und künftige König. Am blutigsten von allen Artus-Erfindern malt der englische Dichter Thomas Malory diese letzte Schlacht, die durch die Untreue einer Frau herbeigeführt wurde. A lot of Arthurian legends present the Arthur, Guinevere, Lancelot. Viele Legenden stellen das Arthur-Guinevere-Lancelot-Dreieck in verschiedener Weise dar. Einige ignorieren es sogar, sie wollen nichts davon wissen. Thomas Malory war sehr daran interessiert, hat es aber idealistischer geschildert als die französischen Ritterromane. Ihm gefiel der Gedanke nicht, dass sie miteinander schlafen. Und so genießen in seinem Buch Lancelot und Guinevere zunächst nur die gegenseitige Gesellschaft. Erst als Guinevere vom bösen Meleagant entführt wird und Lancelot die entsetzliche Reise auf sich nimmt, um sie zu retten, er klettert auf den Turm hinauf, reißt die Gitterstäbe heraus, seine Hände bluten, er kommt rein und sie spendet ihm Trost. Da kommt die einzige Stelle in Malorys Buch, wo es aussieht, als ob sie miteinander schliefen. Der Tower von London. Im damals bestgesicherten Gefängnis Englands sitzt ein Mann wegen Raub und Vergewaltigung ein. Es ist Sir Thomas Malory,
ein Adliger, der zwischen die Fronten des englischen Bürgerkrieges geraten und dabei gestrauchelt ist. In seiner Zelle schreibt er Tag und Nacht an einem Buch. Es soll alles übertreffen, was vor ihm andere über König Artus in die Welt gesetzt haben. Thomas Malory war als junger Mann an den französischen Höfen, hat die feine Lebensart dort kennengelernt und sämtliche Artus-Romane seiner Zeit gelesen. Nun will er dem durch Bürgerkrieg verwüsteten England mit Artus und den Rittern der Tafelrunde einen Spiegel der Menschlichkeit vorhalten. Aus dem Gefängnis heraus. Was er nicht mehr erleben wird, sein Buch vom Todkönig Artus wird in England zum meistgelesenen und berühmtesten Artus-Buch überhaupt. Erst 1934 wurde das Originalmanuskript in einer Bibliothek in Winchester wiederentdeckt. Es ist heute einer der größten Schätze in der British Library in London. This is the manuscript, the original manuscript of Malory's Mort d'Arthur. Das hier ist es, das originale Manuskript von Malory's Mort Arthur. Eines der berühmtesten Bücher der englischen Literaturgeschichte. Malory schrieb es von 1469 bis 1470. By Sir Thomas Malory and his story of Arthur. Seine Geschichte von King Arthur und den Rittern der Tafelrunde hat alle wichtigen Elemente der frühen Legenden und verbindet sie zu einer sehr stimmigen Geschichte. Und diese Geschichte druckt William Caxton, der erste englische Buchdrucker, und macht daraus den ersten Bestseller der englischen Geschichte. Malory's Genie ist es, dass er einen Arthur etabliert, der von verschiedenen Generationen immer wieder anders ausgelegt werden konnte. Auch Menschen in späteren Perioden konnten nun mit Arthur etwas anfangen. Es ist sein Buch, aus dem wir heute unseren Arthur kennen. Wer war dieser Thomas Malory, der nach dem Mönch Geoffrey von Monmouth die Geschichte des englischen König Artus noch einmal neu erfindet? Warum hat ausgerechnet sein Buch die Zeit überdauert? Malory ist der große Unbekannte der Literaturgeschichte geblieben. Dabei war sein Leben selber wie ein Roman. Gegen 1430 wurde er im Hundertjährigen Krieg geboren, als Lords zu Verbrechern wurden und Ritterschaft, Kumpanei und Betrug bedeutete. Thomas Malory stammte aus der Grafschaft Warwickshire und gehörte im Bürgerkrieg zur Partei der Weißen Rosen, den Lancasters. Auch diesmal führt die Spur wieder nach Oxford. Die uralte Universitätsstadt lag damals mit im Zentrum der rivalisierenden Midland-Herrscher Englands. Brutale Konflikte um Land, Macht und Geld beherrschten das Leben. In der Bodleian Library, einer der berühmtesten Bibliotheken der Welt, hat Christina Hardiment die wenigen Zeugnisse entdeckt, die es von Malorys Leben gibt. Szenen der Harry Potter-Filme wurden hier gedreht. Hier arbeitete Tolkien, der Erfinder des Herrn der Ringe, als Wissenschaftler. Und hier lebt der Geist von König Artus in Gestalt seines Erfinders Thomas Malory weiter. Das ist auch heute noch die Hauptbibliothek Oxfords. Sie wurde im 15. Jahrhundert mit einer Buchsammlung des berühmten Duke Humphrey von Gloucester gegründet, den Malory gut kannte, von dem er seine Bücher kaufte. Unterirdisch gibt es kilometerlange Regale, aber in diesem historischen Teil werden die ältesten Bücher aufbewahrt. Christina Hardiment fand hier heraus, dass Malory von König Heinrich VI. Persönlich zum Ritter geschlagen wurde.
Ein Bildnis von ihm gibt es aber nicht. Dieses Buch beschreibt die Altertümer von Warwickshire. Es erzählt über Malorys Zeit in der Grafschaft. Da es entstand, bevor die Puritaner all die Kirchenfenster zerstörten, ist es die einzige Bilderquelle aus der Zeit. Hier sind Malorys Vater und Mutter. Von Malory selber haben wir keine Abbildung. Aber ich glaube, dass sein Buch über King Arthur ein Bild seines Geistes ist. Wenn man es sorgfältig liest, kann man den Menschen Malory quasi durch das Buch fühlen. Die schöne Guinevere wird zur Gemahlin von König Artus. Als Hochzeitsgeschenk bekommt das Paar bei Malory von ihrem Vater einen gewaltigen runden Tisch. Die Vereinigung der beiden edlen Menschen, ihre Liebe und Tugendhaftigkeit und die Tafelrunde sind Symbol des ewigen Friedens im Reiche. Den späteren Ehebruch Guinevers, die mit Lancelot durchbrennt, wie in den französischen Artus-Legenden beschrieben, mag Malory nicht und unterschlägt ihn. Er möchte die Liebe des Königspaars in gutem Licht bewahren, als sei es ihm ein persönliches Anliegen. Hat es etwas mit seinem eigenen Strafregister zu tun, für das er bereits 8 Jahre in allen möglichen Gefängnissen Londons einsaß und nun sogar im Tower gelandet ist? Christina Hardiment hat die unglaubliche Geschichte des Ritters Thomas Malory weiter rekonstruiert und in ihrem Haus in Oxford darüber ein dickes Buch geschrieben. Sie fand heraus, dass Malory für mehrfache Vergewaltigung, versuchten Mord und Erpressung vor Gericht gestanden hat. Doch Christina Hardiman zweifelt an der kriminellen Laufbahn des Ritters. Jemand wie Malory, der ein Buch über König Artus schreibt, kann doch kein böser Mann gewesen sein. Sie vermutet, dass die Vergewaltigungsvorwürfe in den Prozessakten nur erfunden waren. Frauen aus reichen Elternhäusern, die vor ihren brutalen Ehemännern flohen, wurden damals nämlich häufig als Vergewaltigungsopfer Dritter dargestellt, damit die Ehemänner weiter Anspruch auf ihr Geld hatten. So vielleicht auch im Falle jener Frau, die Malory angeblich vergewaltigt haben soll. Maybe this was Mallory's mistress and her husband found out. Vielleicht war sie ja Mallorys Geliebte und ihr Ehemann fand dies heraus und misshandelte sie dafür. Malory wurde nie für Vergewaltigung verurteilt. Er wurde sogar für keines der Verbrechen, die er begangen haben soll, verurteilt und einfach so ins Gefängnis gesteckt. Wenn man weiß, wer ihn ins Gefängnis brachte, nämlich der mächtige Duke von Buckingham und dass Malory im Rosenkrieg auf der Seite eines konkurrierenden Lords war, dann wird klar, dass er ein politisches Opfer war. Der Duke von Buckingham wollte mit Malory zugleich seinen Konkurrenten treffen, indem er einfach behauptete, dass Malory versucht habe, ihn zu ermorden. Ganz unschuldslamm scheint Ritter Malory aber nicht gewesen zu sein. Dann wäre er nicht nach seinen zahlreichen geglückten Ausbruchsversuchen immer wieder in schweren Ketten zurück in die Gefängnisse gebracht worden. Der Tower von London ist die letzte Station auf Malorys Odyssee durch die Bürgerkriegswirren in England. Hier kommt er zur Ruhe und beginnt mit dem Buch über den Sagenkönig Artus. Eine Parabel über die Niederträchtigkeit seiner Zeit, die er am eigenen Leib erfahren hat. Der Tower ist der Hochsicherheitstrakt für besonders gefährliche politische Gefangene in Englands dunklen Zeiten. Von der Themse aus werden die Verurteilten mit Booten durch ein Wassertor hereingebracht. Kaum jemand kommt lebendig wieder heraus. Malory didn't like being in prison.
Mallory hasste natürlich Gefängnisse. Als er das erste Mal in einer Burg einsaß, sprang er in den Wassergraben, schwamm hindurch, Freunde brachten Pferde und so entkam er. Ein anderes Mal war er an der Ostküste im Gefängnis. Dort stachelte er die Insassen auf und sie kämpften sich mit Beilen den Weg frei. In einem Londoner Gefängnis brach ein Feuer aus und viele Leute entkamen. In einem anderen gab es einen Aufstand. Wir wissen nicht, ob Mallory der Unruhestifter war, aber es scheint, dass er nicht gerne länger im Gefängnis blieb. Mit welchem Gefühl wird Thomas Mallory im Jahre 1469 durch die schweren Türen vorbei an dicken Mauern gegangen sein? Das ist der sogenannte Beauchamp-Turm, einer der ältesten Teile des Tower of London. In so einem Raum wird auch Mallory gesteckt haben. Ziemlich behaglich und geräumig, wie man sieht. Das ist vermutlich ein größeres Fenster als ursprünglich. Seine Frau, seine Kinder und Freunde durften ihn hier besuchen. Er musste schließlich selber für alles bezahlen. Ziemlich merkwürdig, für die Unterkunft zu zahlen, wenn man inhaftiert ist. Es hing also allein davon ab, wie reich oder arm man war, ob man sich einen großen Raum leisten konnte oder nur einen kleinen, den man mit anderen teilen musste. Der Artus-Erfinder Sir Thomas Mallory hatte offenbar Mittel genug für die Luxus-Suite im Tower. Und für teures Papier, Tinte und Feder. Er wird in den 2 Jahren seiner Haft viel Geld dafür bezahlen. Mehr als 800 Seiten dick ist das Manuskript am Ende über den Tod König Artus und die Abenteuer der Ritter der Tafelrunde. Die City of London, nicht weit von Tower und St. Paul's Cathedral gelegen. Ein Geldzentrum der Welt mit Börse und Banken. Hier herrscht nur noch der Mythos vom schnellen Geld. Zu Mallorys Zeiten stand hier das größte Kloster Londons, damals das spirituelle Zentrum des Königreiches. This is Greyfriars Church. Das ist heute die Greyfriars Church. Und hier war einmal das Längsschiff einer der größten Kirchen in London. Das Hauptschiff der Kirche und dahinter war der Chor. Sie war fast so groß wie die St. Paul's Cathedral und genauso geachtet. Hier wurden die Könige und Königinnen beerdigt, die Ritter und ihre Damen. Wir haben eine lange Liste mit all den Menschen, die hier beigesetzt wurden. Ein Name darauf ist Sir Thomas Mallory von Warwickshire. Wir wissen also, dass er hier beerdigt wurde. Am Ende seines Lebens wurde Mallory aus dem Gefängnis entlassen und lebte vermutlich als 70-Jähriger in diesem Kloster bei den Mönchen. Wir wissen, dass er in London blieb. Und wir kennen sein Grab. Gleich hier, um diese Ecke herum. Hier war ursprünglich die Kapelle von St. Francis. Wir wissen, dass Mallory in dieser Ecke beerdigt wurde. Dies ist der Grabstein von jemand anderem aus dem 18. Jahrhundert. Aber hier war vorher Mallorys Grab, vermutlich mit schwerem Steindeckel und dem Abbild eines Ritters. Und wir kennen den Schriftzug. Hier liegt Sir Thomas Mallory, der edle Ritter. Mir gefällt das Wort edel für Mallory. Es bedeutet stark, aufrecht und ehrlich. König Artus, Geschöpf seines Erfinders Thomas Mallory und Vorbild zugleich. Mit ihm fand der gestrauchelte englische Ritter ein persönliches Lebensideal. Mit Artus' Tod beginnt die Erinnerung der Menschen an ein goldenes Zeitalter.
Der Mythos seiner Rückkehr wird geboren. Irgendwann aus den Nebeln von Avalon. Trost für vergangene Zeiten und für heute ebenso. Dass wir Artus brauchen, belegt ja die reiche Literatur und die reiche Filmliteratur, die wir dazu haben. Dass er immer wieder neu interpretiert werden kann, nach dem einen oder anderen mittelalterlichen Stoff oder Traditionsschienen sozusagen, die wir vorfinden, im Mittelalter schon angelegt. Es ist ja ein Riesenunterschied zwischen Geoffrey und Chrétien und Hartmann von Aue und Wolfram von Eschenbach und Mallory eben. Und da kann man sich heraussuchen, da ist für jeden was drinnen. Und Artus wird überhaupt nicht überflüssig und er hat auch nie aufgehört zu existieren, nicht? Also in der Literatur meine ich jetzt natürlich. Auf der Reise durch das arthurische Sagenreich haben wir die britischen Inseln verlassen. Wir sind im Camelot Deutschlands eingetroffen, auf der Wartburg in Thüringen. Weithin sichtbar erhebt sich die Burg auf einem schmalen Fels, 220 Meter über der Stadt Eisenach. Die Wartburg ist wohl die deutscheste aller Burgen. Hier lebte Anfang des 13. Jahrhunderts die später heilig gesprochene Elisabeth von Thüringen. Hier hielt sich der Reformator Martin Luther versteckt und übersetzte 1521 das Neue Testament ins Deutsche. Und hierhin hatte 1207, so erzählt die Legende, Landgraf Hermann I. die bedeutendsten Dichter Mitteldeutschlands und Österreichs zu einem ganz besonderen Artusfest eingeladen, dem berühmten Sängerstreit. Die Dichter kämpften nicht mit Schwertern und Lanzen, es war ein Wettstreit mit Schreibfeder und Laute um ihren gesellschaftlichen Rang. Wenn es ihn denn gegeben hat. Der Sängerstreit auf der Wartburg sorgte jedenfalls dafür, dass der Thüringer Landgraf Hermann im Licht des Sagenkönigs als großer Mäzen leuchten konnte. Die Dichter trugen ihrerseits zur Artus-Verehrung bei. Sie schöpften kunstvoll vom Mythos seines Hofes, erzählten von Aventüren und Liebesschmerz, der Gralssuche, dem Kampf gegen Zauberer und von ritterlicher Gemeinschaft, die sie auf der Wartburg nun in ihrer Wirklichkeit vorfanden. Eines der bedeutendsten Bücher des deutschen Mittelalters ist die Manessische Liederhandschrift. In ihr sind Werke und Bildnisse der streitenden Sänger von der Wartburg enthalten, darunter auch vom größten Poeten der damaligen Zeit. Hier haben wir Herrn Walter von der Vogelweide. Das berühmteste Bild der mittelalterlichen Lyriküberlieferung kennen alle irgendwo, wie er hier auf diesem kleinen begrünten Vorsprung da sitzt, man sieht die Blümchen, wie er ganz in sich gesunken nachzudenken scheint. Und das sagt er dann in einem Lied. Wenn wir umblättern, finden wir es gleich, wie er erzählt: Ich saß auf einem Steine und dacht ich Bein mit Beine, da ruf saß ich mein Ellenbogen. Ich hätte in meine Hand gesmoggen, mein Kinn und ein mein Wange. Und dabei dachte ich mir, wie es in der Welt zugehe, wie schlimm es in dieser Welt alles von sich gehe. Do dachte ich mir viel ange, wie man zerwerlte sollte leben. Ich hachte mir große, weitreichende Gedanken, wie das Leben auf dieser Welt sein soll. Wie ein König Artus, der sich über die Welt den Kopf zerbricht. Bei Walter von der Vogelweide sind das eigene Leben und die Poesie so eng verknüpft, wie wohl bei keinem anderen Dichter der Zeit. Stolz thront die Wartburg über dem Thüringer Wald. Die starke Aura dieses Ortes wird auch Martin Luther Kraft gegeben haben. Als er 300 Jahre nach Walter von der Vogelweide hier ein anderes wichtiges Buch schuf, die Bibel auf Deutsch. Luther hätte die Hexen und Magier der Artuswelt wohl nicht gemocht. Die Dichter dagegen konnten sich auf der Wartburg komfortabel in ein mystisches Artusreich hineinfantasieren.
Die wichtigsten Dichter und Sänger der Zeit waren hier. Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide sind bezeugt. Heinrich von Veldeke hat im Auftrag des Landgrafen gearbeitet. Auch der Parsival ist ja sehr eng mit der Zeit Wolframs hier am Thüringer Hof verknüpft. Und alle sie haben natürlich auch den Artus-Roman als Vorlage gehabt, den, ja, den Heldenroman, den Ritterroman schlechthin, um ob nun im Erik oder im Iwein ihn eben in die deutsche Dichtung zu übernehmen. Das Ideal der arthurischen Welt allein aber reichte den Dichtern auf der Wartburg nicht mehr aus. Sie wollten endlich auch auf das Leben der Menschen Einfluss haben. So wie Walter von der Vogelweide, der ohnmächtig spüren musste, dass seine Verse zwar schön sein durften, im Alltag aber nichts galten. Der hätte sich sicher einen Artus gewünscht, damit die Welt besser wird. Er muss jetzt sehen, dass er eine Ethik entwickelt, die der arthurischen vielleicht vergleichbar ist, eine Lebensform findet für den Adel, der Orientierung sucht, der will Orientierung, der Adel. In der Zeit, er will wissen, wie soll ich leben, und die Künstler drängen an den Hof, denn es ist ein toller Job für Adlige zu sagen, hier, ich weiß, wie du leben sollst, ich weiß, wie du dein Leben gegenüber den Mitmenschen, gegenüber der Kirche, wie du das alles einrichten musst, ich weiß vor allem, wie du auch mit der Kunst umgehen sollst, ich kann dir alles sagen, hör auf mich zu. Doch der Dichter als Weltverbesserer bleibt eine Utopie. Die Blüte der deutschen Artus-Literatur, in der erstmals überhaupt eine gemeinsame Sprache des Deutschen entsteht, ist bald wieder vorbei. Erfurt, eine knappe Autostunde von der Wartburg entfernt, die Hauptstadt des Freistaates Thüringen. Im Mittelalter ein großes Handels- und Universitätszentrum. Hier kreuzen sich zufällig noch einmal die Wege von König Artus und Martin Luther, dem großen Reformator. Im Erfurter Augustinerkloster legte Luther 1506 das Mönchsgelübde ab, die Verpflichtung zu Gehorsam, Armut und Keuschheit. Und hier entdeckte der Germanistikprofessor Christoph Fassbender vor einigen Jahren in der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums einen literarischen Artusschatz. Ich habe es zufällig gefunden, hier in dieser Bibliothek. Wir waren sehr aufgeregt, wir kannten nicht den Autor, wir kannten den Text überhaupt nicht. Es war eine große fachliche Sensation, aber es war vor allem ein völlig neuer Roman über den König Artus. Es ist nur ein Fragment, versteckt im ehemaligen Schlafsaal des Erfurter Augustinerklosters. In einer alten Mönchszelle bewahrt Bibliothekar Michael Lutscheid die Handschriften auf. Lateinische Handschriften, lateinische Handschriften, lateinische Handschriften. Und in dieser Mappe nun auf einmal ein Blatt. Sie holen es raus und stellen fest, es ist ein deutscher Text. Das ist der einzige deutsche Text in dieser Mappe. Er ist unendlich schlecht geschrieben, man muss sich so langsam durchkämpfen. Und das ist unsere große Sensation. Das ist der erste thüringische Artus-Roman überhaupt, die Spur zum König Artus nach Thüringen. Ich finde, es sah schon mal schlechter aus. Nur wenige, kaum leserliche Seiten. Niemand weiß, wie sie an diesen Ort gekommen sind. Der Verfasser nennt sich selbst am Ende Dietrich von Hopfgarten. Aufgeschrieben hat er seine Artus-Geschichte gegen 1430. Sie erzählt klamaukig vom neuesten Abenteuer einer sehr beliebten Ritterfigur, die in der deutschen Artuswelt bereits seit 200 Jahren auftaucht. Es handelt von dem Ritter Wigalois, ein Ritter, der beim Hof des König Artus sich befindet und dort abgerufen wird, er solle ein Land befreien von der Macht des Teufels, von der Macht des Bösen. Und da zieht er los und bewältigt auf einer sehr langen Aventürenkette sehr, sehr, sehr zahlreiche und schwierige Aufgaben. Aufgaben, die schwieriger sind als die, die alle anderen Artus-Ritter jemals haben bewältigen müssen. In dieser Zelle im Augustinerkloster zu Erfurt übte sich Luther täglich in Buße, gequält vom schlechten Gewissen gegenüber seinem Gott. Er hatte die Sünde zu bewältigen, die in jedem Menschen steckt. Es ist zu vermuten, dass der Kirchenmann Luther die weltlichen Artus-Romane,
die auch in seiner Zeit populär waren, zutiefst verachtete. Der Dichter Dietrich von Hopfgarten hat mit der Abenteuererzählung nur Gutes im Sinn gehabt. Wir sind zurück auf der Wartburg, dem Sitz der Thüringer Landgrafen. Dietrich wollte mit seinem Artus-Roman in den Chor gegen jene Feinde einstimmen, die damals das katholische Europa in Atem hielten, die ungläubigen Hussiten. Gegen sie führten Papst und Kaiser Kreuzzüge. Wie überall in Europa diente das arthurische Ideal längst der ideologischen Aufrüstung und Rechtfertigung von Kriegen. Wir kämpfen für das Gute, wir kämpfen gegen den Teufel, das sind jetzt die Hussiten. Im 13. Jahrhundert waren es die Sarazenen, waren es die Heiden, waren es die Ungläubigen. Die Ungläubigen sind jetzt andere, sie heißen anders. Wir müssen einen Kreuzzug führen, wie der Ritter Wigerlois das schon um 1200 getan hat. So führt das jetzt Dietrich von Hopfgarten 1400, 200 Jahre später mit seinen Leuten, mit seinem Landgrafen in seinem Land hier wieder erneut durch. Das ist sozusagen der Punkt, wo sich Dietrich von Hopfgarten, der Ritter Wigerlois, König Artus hier in Thüringen treffen. Schloss Wilhelmsburg ist das Wahrzeichen der Stadt Schmalkalden, der ehemaligen Residenz der Landgrafen im Thüringer Wald. In Schmalkalden hat die Artus-Verehrung in Deutschland die eindrücklichsten Spuren hinterlassen, außerhalb von Literatur. Nicht umsonst gibt es am historischen Marktplatz heute sogar ein Artus-Café. Denn in Schmalkalden verabschiedete Elisabeth von Thüringen ihren Gatten, den Landgrafen Ludwig IV. Zum Kreuzzug gegen die Sarazenen. Das war 1227. Der Landgraf kehrte von diesem Kriegsabenteuer nicht zurück. Elisabeth ergab sich fortan ganz dem Armutsideal des Franz von Assisi, starb mit 24 und wurde zur populärsten aller deutschen Heiligen. Kai Lehmann führt uns zum Schmalkaldener Artusschatz. Im sogenannten Hessenhof hatte Elisabeth ihrem Mann das letzte Mal die Hand gereicht. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte man hier Wandmalereien in einem Kellergewölbe. Die ältesten Artus-Illustrationen in Deutschland, unter denen der Abschied damals geschah. Ja, Sie werden gespannt sein, denn in Kürze werden Sie einen ganz besonderen kulturhistorischen Schatz erleben. Die ältesten profanen Wandmalereien nördlich der Alpen. Ja, fast 800 Jahre haben sie auf dem Buckel. Sie datieren auf die Zeit um 1220, 1230. Diese Malereien zeigen das im Hochmittelalter sehr beliebte Versepos von Ritter Iwein. Ritter Iwein ist ein Ritter von König Artus Tafelrunde. Wir sehen hier König Artus, wie er am Zauberbrunnen unter der Linde das Wasser schöpft. Und das sieht auch schon König Artus, wie der neue Herr des Brunnens, Ritter Iwein, ihnen entgegenstürmt, die Lanze vorweg, um den Frevel zu rächen. Dann gibt sich Iwein König Artus zu erkennen. Schau her, ich habe Brunnen, Land und auch eine schöne Königin gewonnen. Und gemeinsam reitet man dann hier König Artus und Iwein vorweg in die Burg von Ritter Iwein, um diesen Sieg, um auch dieses Wiedersehen, um die Freude natürlich gebührend zu feiern. Ob in Thüringen, in der Bretagne, in Flandern oder in Britannien, wo sein Reich lag, zahlreiche Spuren haben die Zeit überdauert, als sei er wirklich gewesen und nicht nur eine Erfindung. King Arthur, König Artus, der edelste Herrscher aller Zeiten. Im Mittelalter war er für den Adel Richtschnur des Handelns und des Versagens. Die Schauplätze der Artus-Legende bleiben ewig. Heute stehen sie für die Träume aller Menschen,
von einem kommenden goldenen Zeitalter, in dem Gerechtigkeit und Glück für jedermann gilt. Der Sage nach wird er einst wiederkehren, der einstige und der künftige König. Und bis dahin müssen wir weiter ohne ihn auskommen. Arthur war ein Diktator in the end, ideally. Am Ende war Arthur eigentlich ein Diktator. Heute kein Vorbild mehr. Wir hören heute einander zu, vielleicht mehr als jemals zuvor. Wir haben für alle Menschen die gleichen Rechte erkämpft. Die Ritter galoppierten einfach über die armen Bauern und das Volk hinweg. Ich glaube, wir leben heute viel besser. Trotzdem haben uns die hohen Ideale der arthurischen Legenden noch immer viel zu sagen.